Es ist an der Zeit, über die Nutzung wiederverwendbarer Bekleidung in Ihrem Reinraum nachzudenken. Denn in einem Reinraum ist die häufigste Ursache von Kontaminationen das darin arbeitende Personal. Daher ist die richtige Schutzkleidung entscheidend für die Reinraumleistung. Verunreinigungen wie Partikel und Mikroorganismen können durch die Schutzkleidung dringen. Daher ist die bakterielle Filterleistung ein wichtiger Faktor bei der Auswahl der richtigen Reinraumkleidung. So bietet das Tyvek IsoClean CS Schutzkleidungsmaterial eine beeindruckende Bakterienfiltereffizienz von 98,4%, während der durchschnittliche Wert bei neuer, wiederverwendbarer Schutzkleidung nur bei 64% bis 73% liegt. Zudem werden durch wiederholtes Waschen, Tragen und Sterilisieren die Materialeigenschaften wiederverwendbarer Schutzkleidung beeinträchtigt. Daher haben die Wissenschaftler von DuPont untersucht, wie stark die Leistung wiederverwendbarer Schutzkleidung abnehmen kann. Zur Sterilisation wird wiederverwendbare Schutzkleidung häufig Gammastrahlung ausgesetzt. Um zu zeigen, wie dieses Verfahren die Eigenschaften des Materials wiederverwendbarer Schutzkleidung angreift, simulierten die Wissenschaftler 30 Zyklen Gammabestrahlung. Die Schutzkleidung war vor der Untersuchung nicht getragen worden. Daher zeigen die Ergebnisse ein Best-Case-Szenario. Mit verschiedenen Prüfverfahren wurden Eigenschaften wie Luftdurchlässigkeit, Barrierewirkung, Partikelfreisetzung und Reißfestigkeit gemessen. Nach nur 20 Zyklen nahm die Luftdurchlässigkeit zu, während die Barrierewirkung, bestimmt mit Hilfe des Wassersäulentests, abnahm. Die Ergebnisse zeigen, dass die Luftdurchlässigkeit des Materials bei 2 getesteten Schutzanzügen um das 5-fache bzw. 8-fache anstieg. Basierend auf dem Luftdurchlässigkeitstest nach Fraser bedeutet dies, dass das Material luftdurchlässiger wird und somit seine Barrierewirkung abnimmt. Mit dem Helmke-Drum-Test wurde auch die Menge der freigesetzten Partikel des Materials wiederverwendbarer Schutzanzüge gemessen. Nach 30 Zyklen nahm die Partikelfreisetzung an den Materialproben deutlich zu, die aus der wiederverwendbaren Schutzkleidung geschnitten wurden. Zudem nahm die Reißfestigkeit der Proben aus der wiederverwendbaren Schutzkleidung aus Polyester mit jedem Zyklus kontinuierlich ab. Nach 30 Zyklen hatte die Reißfestigkeit um durchschnittlich 60% abgenommen. Bei DuPont Tyvek IsoClean Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer jedoch blieb die Reißfestigkeit konstant und zuverlässig. Unsere unter Reinraumbedingungen verarbeiteten Schutzanzüge besitzen zudem die geringste Partikelfreisetzung aller DuPont-Produkte für kontrollierte Umgebungen. Mit DuPont Tyvek IsoClean Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer ist die Barrierewirkung gleichbleibend und konstant. Tyvek IsoClean schützt die Prozesse, die Reinräume selbst sowie die in Reinräumen und kontrollierten Umgebungen arbeitenden Menschen besser als wiederverwendbare Schutzkleidung. Da Tyvek IsoClean als Schutzkleidung mit begrenzter Einsatzdauer ausgeführt ist, lassen sich die Kosten für die Lagerhaltung und Nutzung auf lange Sicht problemlos vorhersagen und verwalten. Mit Tyvek IsoClean Schutzanzügen in Ihrem Reinraum können Sie sich ganz auf das konzentrieren, was Sie am besten können. Tyvek. Schutzkleidungslösungen seit 1967. Laden Sie die Fallstudie noch heute herunter.